Es gab ein sehr schönes Ereignis und ich sag mal Geschichte und auch die Geschichte einer Zeitschrift, eines Magazins, setzt sich aus kleinen Geschichten und Ereignissen zusammen, die am Ende ein Bild ergeben. Und als wir angefangen haben, gerade EDES zu eröffnen, das erste private Architekturforum weltweit, ein totales Experiment, will ich gar nicht drauf eingehen, war Ulrich Konrads ein sehr liebevoller, unterstützender Begleiter. Und es gab ja immer das Bauweltfest. Und einmal war es im Lapidarium, ich in Berlin, ich weiß nicht, ob das jetzt noch, in welcher Weise das genutzt wird. Und es kam jemand zu mir, ich glaube es war Peter Rumpf, und hat gesagt, du kommst auch unbedingt. Da habe ich gesagt, natürlich komme ich. Ja, kommst du wirklich? Ja, ich komme. So, dann war das Fest, das war rauschend und wunderschön. Und plötzlich stand Ulrich Konrads auf und sagte, da gibt es ein neues Architekturforum, wir nannten es damals Galerie, selbst wenn wir nie was verkauft haben. Ich finde es toll, was die Mädels da machen und ich möchte es unterstützen und darum gibt es jetzt eine amerikanische Versteigerung. Und diese Versteigerung ging weiter bis zu sagenhaften 500 D-Mark. Und dann war es zu Ende und ich sagte, okay, und da war mir immer noch nicht klar, was los ist. Und dann sagte er, das Erlös der Ersteigerung, das kriegt EDES, weil die tolle Sachen machen, weil wir so unterstützen wollen. Und was für mich, das war großartig, ja. Es war aber vor allen Dingen, es war eine Ermutigung. Weil es ja so in Anfängen war, jeder war auch neugierig, prima, aber trotzdem, na, klappt es nicht. Und dann von jemandem wie Ulrich Konrads, eben als Vertreter auch der Bauwelt, ja, im Geist der Bauwelt, dann sagte, das möchten wir gerne stützen und wir finden das gut und deswegen machen wir einen Beitrag auf unsere Weise. Hat also mehr als nur die 500 D-Mark damals doch uns bestärkt, weiterzumachen. Und das ist vielleicht 5 Jahre her oder 6, da hatten wir eine Ausstellungseröffnung mit Skizzen von Manfred Sack und natürlich auch Ulrich Konrads abgebildet wurde bei uns in der Galerie. Und da habe ich Ulrich Konrads wieder gesehen und das hat mich ungeheuer gefreut.